Die Spitzen von Bund und Ländern haben sich auf ein neues System zur Finanzierung und Steuerung der Asylpolitik geeinigt. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD will der Bund künftig jährlich pauschal 7.500 Euro pro Flüchtling zahlen. Das sagte Scholz nach Beratungen mit den Länderchefs in Berlin. Ursprünglich hatten die Länder vom Bund eine höhere Pro-Kopf-Pauschale gefordert als nun vereinbart, nämlich 10.000 Euro. Allerdings wurde eine wichtige Forderung der Länder erfüllt. Bei steigenden Flüchtlingszahlen gibt es nun mehr Geld, bei sinkenden Zahlen gibt es weniger Geld. Vereinbart wurde auch, Leistungen für Asylbewerber zu kürzen. Nach Möglichkeit soll es Sachleistungen geben. Die Kontrollen an den Grenzen zu Nachbarländern sollen verlängert werden. Asylverfahren sollen beschleunigt werden. Scholz sprach nach der Einigung von einem sehr historischen Moment. Es gebe unbestreitbar große Herausforderungen wegen der hohen Flüchtlingszahlen. Für ihn wäre es das Beste, wenn die Zahl der Flüchtlinge abnehme, sagte er. Dies sei der Kern des Vereinbarten. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, bewertete die Vereinbarungen zurückhaltender. Sie seien ein wichtiger erster Schritt, dem weitere Schritte folgen müssten.